Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1. Und uns wurde der Zündkondensator geklaut. Frechheit. Da ist es doch schon wieder. Dieses Viech hat uns so mitten in eine... Aha. In eine Falle gelockt, aber jetzt haben wir ihn doch gefunden. Tun Sie mir nichts, ich habe nichts Wertvolles. Wie fährt das Ding? Wer schnauft denn hier so? Ja, soll ich denn jetzt abmurksen oder was? Ich habe den Zündkondensator nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, töte ich ihn jetzt und dann... Na gut, ich habe ja gespeichert, ne? Wir gucken mal. Machen wir einfach mal den Gar aus, wenn er nicht mit uns reden will. Tun Sie mir nichts, ich habe... Okay. Er schreit zwar sehr laut, aber das Teil liegt trotzdem nicht neben ihm. Dann suchen wir uns doch jetzt mal wieder diesen anderen Typi. Wo ist er denn? War er nicht irgendwo? Wir sind doch hier lang und dann kam der doch, oder? Stürzt jetzt hier ab? Anscheinend. Wir sind doch dann irgendwie zu diesem Typen gekommen, der aussah wie eine Wache. Es war eben auch schon wieder mega verwirrend, dass wir keine Töne mehr hatten, ne? Also keine Begleitmusik und kein nix. Muss ich ja doch da unten hin und da ein bisschen Stunk machen? Aber wie soll ich das denn ohne Energie machen? Da geht's auch nicht rein. Also ich werde erstmal zwischendurch nicht mehr speichern. Und wenn dann nur, das ist schon wieder sehr nett hier. Wenn dann nur so, dass man es wieder rückgängig machen kann. Ah! Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Medipack. Das ist schon mal sehr geil. Und da oben war noch eins, oder? Jo. Oder ist das der Zündkompensator? Ne, nochmal ein Medipack. Jetzt würde ich glaube mal vermuten, dass das gleich zum Gebäsche kommt hier, oder? Ja. So, okay. Dann speichern wir doch nochmal neu. Hätte ich den vielleicht doch einfach auch nicht abmurksen müssen. Aber gut, was soll's. Speichern wir hier nochmal zwischen. Auf einem anderen Spielstand und gucken mal, was passiert. Sie suchen Anakins Zündkondensator. Ja, richtig. Nun, wenn Sie den wollen, dann müssen Sie zuerst an mir vorbei. Hab ich's doch geahnt. Warum hat er denn so eine Blase? Elfbeiner. Boah. Der ist ja mega heftig, ey. Habe ich irgendwas anderes? Nö. Ja, gut. Was tun? Was hat er denn für eine dicke Wumme da, ey? Ich habe auch keinerlei andere Waffen. Noch so ein Teil, ey. Nein, ich glaube, wir sterben gleich. Kommen wir irgendwie raus oder weiter oder irgendwie und sowieso und überhaupt? Nö. Dodge. Ja, okay. Wie können wir den denn jetzt besiegen mit unseren bescheidenen Waffen, ist die Frage. Das ist ja schon wieder eine Herausforderung. So. Gibt es hier irgendwie einen Schalter oder irgendwas? Nö. Wir haben keinerlei Waffen. Sie suchen Anakins Zündkondensator. Und er hat einfach mal ganz entspannt so einen beschissenen. Den kriegen wir gar nicht abgemurkt, glaube ich. Okay, das Ding ist schon mal weg vom Fenster. Aber er hat ja noch so ein Ding, ne? Das nächste Scheißviech. Der ist auch tot. Und wir sind tot. Okay. Das ist wieder so ein Ding mit Taktik, Männer. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Da hinten ist er. Wenn wir jetzt nur eine Blaster hätten, das wird ja schon reichen. Haben wir aber nicht. Erstmal kloppen die Blase kaputt. So, der ist kaputt. 34 Energiepunkte noch. Das zweite Ding kommt dann gleich hier raus, glaube ich. Den kloppen wir auch kaputt. Okay. Dann machen wir den nochmal. Und jetzt kloppen wir noch auf ihn ein. Und sobald er aufsteht, kloppen wir einen Jedi-Stoß auf ihn rauf. Aber so richtig Schaden können wir ihn nach wie vor nicht. Da schießt doch schon wieder einer auf uns. Und ist das Ding wieder heile? Mein Gott. Okay.
An die Szene erinnere ich mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass das irgendwie anders abläuft. Kriegen wir jetzt irgendwo noch ein Medipack oder Granaten her, ist die Frage. Gucken wir mal draußen weiter. Weil so bin ich der Meinung, kann das ja nichts werden. Aber die blöden Tuskenräuber, da haben auch sofort auf uns geschossen. Das ist ja auch schon wieder scheiße dann. Hier gab es auch nichts zu wollen. Können wir uns ja hier mal ein bisschen umsehen. Dass hier irgendwas rumliegt. Auf der Strecke. So, hier scheint Ende zu sein. Irgendwer ballert hier gerade. Viel Spaß beim Bunterfest, Rennfan. Danke. Ja, jetzt sind wir die Karte auch gleich abgelaufen. Ich glaube, mir wird schlecht. Das wird auf jeden Fall wieder ein ganz spannender Teil, glaube ich. Können zusehen, wie Qui-Gon durch die Wüste läuft. So, da waren jetzt gleich schon wieder die Sandleute, oder? Ist auch nichts zu holen, ne? Da sind die Viecher. Ziehen wir durch. Aha! Medipack. Granaten. Da nimmt die Geschichte doch schon mal eine ganz andere Wendung hier. Ich muss ja nur noch an denen vorbeikommen. Ey. Ich hätte natürlich auch erst alles besiegen können und dann das Medipack geholt. Aber gut, das habe ich jetzt wohl verpasst. Aber wir gehen mit 80 Energie jetzt in den Kampf. Und auf jeden Fall mit 5 Granaten. Das ist schon mal ein Vorteil. Da ist noch ein Medipack. Okay. Nehmen wir das jetzt gleich. Wäre bestimmt dumm, oder? Nee, heben wir uns auf. Andersrum. Volle Energie da rein, natürlich auch sehr nett. Egal, wir versuchen es jetzt mal so. Wir rennen hier mal wieder hoch. Und gehen hier wieder rein. So, er ist tot. Und auch das werden wir mal wieder zwischenspeichern, würde ich sagen. So, das nennen wir dann hier Test. Weiter, okay. Granate. Sie suchen Anakins zum Kondensator. Nun, wenn Sie den wollen, dann müssen Sie zuerst an mir vorbei. Waren das schon alle jetzt? Okay. Ich hab's natürlich richtig dumm auch gemacht jetzt. Auf jeden Fall hat es ihm geschadet. Wir sind gleich tot. War dumm. Sehe ich ein. War dumm. Aber mit den Granaten, glaube ich, kriegen wir ihn besiegt. Ich habe die Granate halt immer an die Eingangstür geschmissen. Das war nicht so clever. Müssen wir so machen. Sie suchen einen Kondensator. Und wenn Sie den wollen, dann müssen Sie zu. Oh, der ist ja schon fast tot jetzt. Ja, wo ist er denn? Boah. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder wegmelden. 25 Energiepunkte noch. Aber seine blöde Kugel, die ist auch mal wieder da, ne? Hinter uns wird schon wieder geschossen. So, einen Energiepunkt haben wir noch. Okay, 5 Granaten reichen anscheinend noch nicht. Da hinten wird auch schon wieder aufgebaut. Meine Güte. Boah. Also wir müssen ihn auf jeden Fall schnell platt machen. Und schnell. Die Granaten müssen schnell treffen, auf jeden Fall. Kriegen wir noch mehr Granaten gefunden, wäre auch die Frage, ne? Oder holen wir uns doch erstmal noch das andere Medipack? Schwierige Geschichte. Ich glaube, wir versuchen es erstmal nochmal einmal. Wenn wir jetzt mal direkt auf ihn zugelaufen kommen. So. Was ist er für ein Viech, ey? Nee, ich glaube, das hat nichts. Wir brauchen mehr Granaten. Seine Energie steigt auch schon wieder, kann das sein?
steigt sie. Sollte ich ihn vielleicht erst umschmeißen und dann die Granate schmeißen? Hm. Ach, mehr zu finden gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Als die Granaten. Sie suchen Anakins Zündkondensator? Nun, wenn Sie den wollen, dann müssen Sie zu uns. Das hat auch überhaupt nichts gebracht. Man kann hier vielleicht auch noch irgendwas machen, aber in der Umgebung. Wie soll man dieses fette Viech denn jetzt besiegen? Okay, Männer, wie ihr seht, das ist nicht so einfach. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, denn die 10 Minuten sind schon wieder lange um. Bis dahin habe ich eine Lösung gefunden, ich schwöre es euch. Möge die Macht mit euch sein.